Hallo liebe Fotofreunde, mein Name ist Siegfried Eichhorn, ich bin begeisterter Landschaftsfotograf und in dem Video nehme ich euch mit zum Eibsee. Die Fotografie in der Natur ist für mich die schönste Nebenbeschäftigung, die ich mir einfach vorstellen kann. Und wenn man noch so ein tolles Motiv hat, dann erfüllt mich das echt mit Freude. Und deswegen mache ich auch das Video, um euch mal den Eibsee zu zeigen. Viele von euch waren wahrscheinlich noch nie hier oder auf der Zugspitze, aber die Landschaft ist hier wunderschön. Der Eibsee selber ist schon zigtausendmal fotografiert worden, auch von sehr, sehr guten Fotografen. Und ich möchte mich da einreihen, auch mein Bild machen, um einfach dieses Erlebnis quasi selbst aufzusaugen. Im Eibsee gibt es nämlich kleinere Inseln und die erscheinen richtig, richtig schön, wenn die Sonne von oben in den Morgenstunden draufstrahlt. Also das ist heute mein Ziel, diese Inseln aufzunehmen. Im bestmöglichen Licht. Die Fotografen, die hier schon waren und die Bilder gemacht haben, die haben sich auch Zeit genommen. Und das merkt man daran, dass die sich angestrengt haben bei den Bildern. Sie haben auch die Uhrzeit, also die Tageszeit gut eingeplant, vielleicht auch die Jahreszeit eingeplant und das Wetter im Allgemeinen. Ich habe heute das Glück, dass die Zugspitze schon oben schön eingeschneit ist, schön bepudert ist, dass Windstille herrscht. Und einfach gutes Wetter ist. Und ich freue mich jetzt riesig auf dieses Bild oder auf die Bilder, weil hier gibt es ja ein, zwei Motive. Also es lohnt sich echt Zeit mitzunehmen, wenn man hier ist, Urlaub verbringt, fahrt zum Eibsee, schaut es euch an. So, Motive gibt es hier am Eibsee hunderte. Ich habe mich jetzt für diesen Uferabschnitt hier entschieden, um die kleine Insel da hinten aufzunehmen. Und im Vordergrund von dieser Insel ist ein kleines Bäumchen, was aus dem Wasser herausragt. Und jetzt bleibt mir einfach noch ein bisschen Zeit, auf die ersten Sonnenstrahlen zu warten. Und sobald die Sonne auf die schönen gelb-grünlichen Baumspitzen trifft, mache ich mal ein Foto. Ich kann euch mal zeigen, wie ich meine Kamera aufgebaut habe. Ich fotografiere hier vom Stativ aus im manuellen Modus. Habe ISO 100 gewählt und bin jetzt erstmal auf einer 9er Blende. Wenn ich jetzt das Foto machen würde, müsste ich ein Fünftel belichten. Dann wäre alles super gut ausbelichtet. Zum Vergleich mache ich das Bild jetzt mal ohne die Sonnenstrahlen. Die Auslöseverzögerung habe ich, glaube ich, drin. Schauen wir mal kurz. Die ist drin. Anfokussieren werde ich hier den Baum. Und zwar mache ich das lieber mal im manuellen Modus. Fühle mich einfach sicherer. Na? Unscharf. Unscharf. Wieder scharf. Genau. So, machen wir das erste Bild. Bam. Schön. Also die Bäume spiegeln sich recht gut im Wasser. Ich sollte die Kamera noch ein bisschen anheben, dann ist das Bild insgesamt ausgewogener. Ja, ein bisschen dauert es noch, bis die Sonnenstrahlen auf die Insel treffen.
Aber wenn sie kommt, bin ich am Start. Ich verlasse jetzt diesen Standpunkt hier nicht, obwohl es echt reizvoll wäre, hier am Ufer noch weiter entlang zu laufen. Aber ich muss mir jetzt echt zusammenreißen, hier zu bleiben und einfach noch ein bisschen Geduld haben. Das ist einfach die wichtigste Tugend beim Fotografieren. Geduld haben und keine Schnappschüsse machen. Ich hoffe, es zahlt sich aus. So, jetzt muss ich mich tatsächlich beeilen, weil die Sonne leuchtet jetzt zuerst die Inseln da hinten an. Und ich stehe jetzt hier komplett am falschen Punkt. Jetzt nehme ich das Bild trotzdem mal mit, weil das Licht recht schön ist, es ist weich. Aber dann gehe ich hier um die Ecke und fotografiere tatsächlich die Insel, die jetzt als erstes von der Sonne angestrahlt wird. Dieses Bild mache ich jetzt hier final auf einer 9er Blende mit dem ND-Filter und dem Polfilter. Fokussiere die Insel und das Bootshaus da hinten an und schieße das Ganze jetzt auf 15 Sekunden. Und dann muss ich ganz schnell hier um die Ecke laufen. Sonst ist das Thema durch mit der Sonne. Das ist Wahnsinn, gell, wie schnell das geht. Und erst vor Ort sieht man dann, was man eigentlich machen kann. Man kann sich die Dinge im Kopf vorher überlegen und planen, aber vor Ort schaut es dann nochmal ganz anders aus. Jetzt ist auf jeden Fall die beste Zeit. Gerade wir haben Mitte Oktober, gleich ist es 9:30 Uhr morgens. Sau gut. Endlich ist es soweit. Die Insel da vorne wird angeleuchtet. Ich fokussiere sie schön an, mache das Bild auf einer 10er Blende und so roundabout 20 Sekunden belichte ich. Jetzt kommen wir der Sache näher. Wunderschön, sehr gut, sehr gut. Auf 20 Sekunden, 11er Blende, mache ich jetzt das Foto. Und es ist tatsächlich wirklich schon ein schönes Herbstbild. Habe ich endlich das Bild, was ich machen wollte. Aber was ich unbedingt noch machen will, ist ein Weitwinkelfoto mit der Zugspitze als Hintergrund. Und da muss ich jetzt auch wirklich einen Verlaufsfilter vorne draufschrauben, weil die Zugspitze einfach mir das Bild oder beziehungsweise die Sonne über der Zugspitze das Bild sonst zu weiß ausbrennt. Und da nehme ich hier diesen schönen Verlaufsfilter zur Hand, dass der mir den Himmel ein bisschen abdunkelt. Die Sonne knallt jetzt mit der vollen Kraft aufs Wasser. Ich fokussiere bei dem Bild jetzt mal auf die Zugspitze, oben auf das Bergmassiv und hoffe, dass bei so einer hohen Blendenzahl hier der Baum auch einigermaßen scharf dargestellt wird. Aber es sieht ganz gut aus. Ich habe jetzt halt diese Sunflares hier. Ja, ich finde es echt unheimlich schwer, gegen die Sonne zu fotografieren, aber ich gebe mir mal größte Mühe, dass es gut kommt. Der Daniel, der hier heute auch am Start ist, hat hier so einen kleinen Baumstamm ins Wasser gelegt. Das ist ein schönen, was ist das, ein Farnzweig gefunden.
Jetzt ist da drüben auch die Sonne richtig schön auf den Baumspitzen. Jetzt baue ich wieder um auf das 70 bis 180. Jetzt wird es ganz schön hektisch hier, finde ich jetzt tatsächlich. Okay, noch einmal umbauen. Jetzt geht's zur Zweitkamera, ne? Drittkamera. Ja, ich zähle jetzt nicht dazu. Jetzt ist tatsächlich die Insel genauso eingefangen, wie ich es mir eigentlich dachte. Boah, so wollte ich es eigentlich fotografieren. Das war der Plan. Eine wunderschöne Spiegelung jetzt auf dem Wasser. Wunderschön. Genau, mit dem Poolfilter kann ich hier das Wasser echt gewisserweise abdunkeln. Und es ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Bild geworden. Hat sich schon wieder gelohnt, heute herzukommen. Da ich jetzt nur den Poolfilter drauf habe, muss ich auch nur ganz, ganz kurz belichten. Sehr, sehr schön. So, das war's. Meine Alpsee-Fototour ist vorbei. Ich mache jetzt hier noch, kurz bevor ich nach Hause fahre, einen kurzen Stopp hier an der Kirche in Greinau. Ist auch recht schön zum Anschauen und auch zum Fotografieren. Als Tipp kann ich euch noch mitgeben, wenn ihr am Alpsee Fotos machen wollt, seid zeitig am Morgen da, um einfach die schöne Licht mitzunehmen. Oder wenn euch eben die Spiegelung im Wasser von der Zugspitze wichtig ist, geht am Abend hin zum Sonnenuntergang. Beachtet aber, dass die Sonne hinter den Bergen untergeht, also seid vielleicht eine Stunde vor Sonnenuntergang da oder eineinhalb Stunden vorher, das macht schon Sinn. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich immer wieder über Kommentare oder ein Like zu meinem Video. Und jetzt sage ich ciao, euer Sigi, heute aus Greinau vom Alpsee.